Hallo Leute, ja, wir sind hier immer noch unten im Keller und finden nicht raus, aber der Frank, der hatte mir was geschrieben, schon in der vorletzten Folge, und ja, entweder zum Beispiel hoch buddeln oder halt R drücken für den Kompass und dann kann man sehen, wo die Basis ist, ne? Nach dem Logo schauen wir da mal weiter. So, würde ich als erstes mal R drücken wollen. Oh, das war natürlich jetzt hier. So, jetzt nochmal R festhalten. Kompass. Die Basis ist dann da. Das heißt, wenn ich mich jetzt nach da drehe und mich vielleicht nach da bewege, könnte es sein, dass ich dann rauskomme. Ja, würde ich jetzt mal gerade da hinten gucken gehen, ob dem so sein könnte, dass hier irgendwo eine Rampe ist. Okay, da ist schon mal so eine komische Pflanze, die wir da tatsächlich, glaube ich, noch nicht hatten, oder? Und die kommt immer noch. Jetzt ist er, glaube ich, kaputt, ne? Ja. Sind zwei? Nee, ne? Ne, sind nicht zwei. Lass uns mal gerade wieder zum Auto zurückgehen. Wo war das jetzt? Da. Wir fahren besser mit dem Auto mal hier lang, ne? Ne, F nicht E. Dann lass uns doch mal schauen, dass wir da lang kommen. Irgendwo muss doch hier jetzt dann das der Weg nach oben sein, oder? Geht's hier lang? Ich glaube schon. Dieses Rote, das gibt mir schon den Verdacht, dass das hier irgendwo schon mal wir gewesen sind oder so, ne? Wo fahren wir denn hoch? Da? Ich glaube hier, wenn wir hochkommen. Ja, da kommen wir aber nicht hoch. Jetzt klappt's, oder? Komm, fahr, fahr, fahr. So, kriegen wir auf dem Wagen auch das R hin? Ja. Kompass sagt uns. Basis ist hier wohl. Da sind so ein paar Sachen, die wir noch finden können. Die Basis ist da. Das heißt, wir müssten uns, glaube ich, jetzt weiter nach da bewegen. Kommen wir da auch hoch? Ja. So, nochmal gucken. Basis ist weiter links. Okay, könnte das hier sein, wo es hochgeht? Irgendwie sieht es hier so aus, als ob ich hier noch nie gewesen bin, oder? So, nochmal R gucken. Kompass sagt noch weiter links. Ne, aussteigen wollte ich gar nicht. So, den Kompass. Man sollte die WASD-Tasten auch richtig treffen, dann klappt das auch mit dem. Ich muss mal hier gerade rum und hoffe, dass ich dann da vorne hinkommen, weil das sieht irgendwie so aus, als ob da tatsächlich eine Rampe sein könnte, oder? Jetzt schaffe ich es mit dem Auto nicht mehr, jetzt muss ich es umdrehen. Ich glaube, jetzt fährt er gar nicht mehr, oder? Ich weiß nicht, warum der gerade jingelt. So, lass uns mal gerade schauen. Da ist das Auto. Da wäre die Rampe. Geht's da hoch? Ich weiß nicht, wer jetzt hier gerade. Achso, da sind.
Die Jingles sind vom Kompass wahrscheinlich, ne? Aber hier war ich noch nie, oder? Ich glaube, hier war ich noch nicht. Ne, das habe ich hier noch nie gesehen. Das Ding hier ist mir so total unbekannt. Jetzt ist die Frage, wie komme ich raus? Also die Rampe finde ich irgendwie nicht, ne? Die muss da in dieser Richtung sein. Unser Auto steht aber gerade sehr ungünstig da unten. Also eigentlich müssten wir da lang. Kann ich da irgendwie jetzt zurück? Ja. Kann ich dann da hoch? Erstmal hier irgendwie aus diesem Loch rauskommen, ey. Ja, das hat geklappt. Nein, nicht in das nächste rein. Nein. Ich muss da wieder raus, nicht da reinfahren. Oh nein! Oh, ich glaube, das war's. Wie komme ich hier wieder raus? Ich glaube, hier komme ich gar nicht raus. Das ist jetzt ganz heikel, oder? Schaffe ich es raus? Ich glaube, ich schaff's raus, oder? Oh, Glück gehabt, ey. Komm ich. Ah. Komm, steig mal ab, ey. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal hier gucken, dass ich hier was abbaue. Hier irgendwie lang kommen, ohne da reinzufallen. Ey. Jetzt ist das schon mal weg. Geht das auch noch weg? Ja. Machen wir gerade den Weg hier rüber. Gehen wir gerade ein Stück vor. Da geht es zur Basis. Da waren wir eben, aber das war ja auch nicht der Weg, ne? Noch ein Stück weiter nach hier gehen. Hier könnte man weiterfahren. Hier ist schon wieder schwierig. Puh. Ich glaube, wir fahren erstmal hier hin. Da sind wir lang. Diese Teile poppen hier alle auf. Was ist das? Nee, ne? Doch eine Forschungsprobe. Der Rucksack ist voll, super. Wir müssen jetzt aber schnell das Auto finden. So, kommen wir dann auch weiter vorgefahren. Mal da hoch, ja, ne? Komm, 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 komm. Ja, hat er geschafft. Gut, wir wollten hier weiter, ne? Kriegen wir hier den Weg hin?
Oh, das sind mir zu viele von den Dingern, ey. Aber ich muss da lang. Bin ich hier nicht gerade schon gewesen? Jetzt haben wir noch nicht mal mehr Strom. Rucksack. Ich kann eigentlich das Ding auch da dran lassen, ne? Jetzt ist die Basis schon wieder hinter mir. Da ist dieses komische Ding. Das nützt irgendwie nichts, oder? Komme ich denn jetzt hier raus? Da ist ein Loch. Komme ich hier lang? Glaube schon, oder? Bin wieder in so ein doofes Loch gefahren. So, einmal absteigen und die Schräge da bearbeiten, dass ich hier hochkomme, oder? So müsste es eigentlich klappen. Rein da. Da lang, da, ja. Aber ich glaube, danach geht es tief runter, komme ich da durch. Ich glaube, das schaffen wir, oder? Ich sehe noch nicht so wirklich, wo ich lang muss. Hier sind so viele Dinger, die hier. Ist das hier lang? Komme ich hier irgendwie durch? Ja. Ja, hat er geschafft. Irgendwie kommt es mir jetzt ein bisschen bekannt vor, als ob ich hier richtig wäre. Jetzt muss ich nur irgendwo da rechts eine Rampe finden, ne? Wo ist die Rampe? Hier muss irgendwo die Rampe sein. Jetzt rechts um die Ecke fahren. Nee. Ist das? Ist das die Rampe von der Rückseite? Nee, nee, oder? Da geht es auf jeden Fall hoch. Ich glaube, da ist die Rampe. Wo habe ich die denn jetzt gesehen? Ich habe die doch hier gesehen.
Also da muss ich hoch, definitiv. Da ist der, da geht's hoch. So, das heißt, wir müssen gucken, wo da der Weg hoch ist. Aber wir sind schon an der richtigen Stelle, denke ich. Wo geht's denn hier hoch? Das ist doch hier die passende Schräge, oder? Geht es zu steil hoch? Da bin ich nicht hochgekommen. Aber es ist auch nicht so wild, weil ich muss einfach hier hoch. Kriege ich das jetzt hier so? So, ne, oder? Einmal weitergelaufen. Dann komme ich hier schon hin. Ah, ist doch nicht hier hoch, oder doch? Ich glaube, ich fahre erstmal bis dahin. Das war doch hier runter, ne? Ja, schauen wir mal, dass wir da den Weg hinfinden, ne? Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.